French. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das hier ist Cringe. Haftbefehl bricht Auftritt in Mannheim direkt von Anfang an ab. Nach 2 Minuten auf der Bühne geht er einfach. Ich liebe diese AI-Stimme. Ich finde, ja. Das kann so witzig sein. Nach 2 Minuten auf der Bühne geht er einfach. Und in der die Translation war sogar, geht der einfach. Geht der. Also, das ist echt heftig, wie er da so wegkippt, ne? Es ist alles so peinlich, es ist auch so peinlich, er kippt weg und dann kreischen auch noch so Mädels, ne? So von wegen, wow, guck mal, unser Rockstar kippt um. Ich kannte den Song, der da im Hintergrund spielt, gar nicht, weil ich habe die letzten 2 Alben von Haftbefehl auf jeden Fall nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Sehr geil, das ist einer meiner Lieblingssongs. Ich kenne nicht so viele, aber das Album habe ich viel gehört tatsächlich. Rücken an der Wand. Aber es ist auf jeden Fall ein Video, was ein bisschen Gesprächsbedarf liefert, weil ich finde, dass Haft ist schon immer so ein bisschen so eine tragische Figur. Findest du, warum? Ja, weil der ist halt so, die frühen Interviews von dem schon so zu Russisch Roulette, Aslak Stereotyp, die ersten 2, 3 Alben, sage ich jetzt mal. Ich finde, der ist halt so voll der... Steht aber auch symbolisch für sehr viele Menschen, die die Musikrichtung machen, aus dem Milieu, aus der sozialen Herkunft, die halt, wenn sie dann mal durchstarten, was erreichen und dann geht's gleich richtig krass ab, so von wegen nicht nur bekannt, sondern so Superstar-Level, A-Promi, goldene Schallplatte mäßig, dass die halt, Alter, die können damit nicht umgehen, das ist zu krass für die, die kennen dann halt nur, die haben halt nichts gehabt. Und dann kriegen sie den vollen Materialismus, weil dann, gerade wenn du nichts hast, bist du ja im materialistischen Weltbild drin. Weil du willst endlich mal eine geile Wohnung, du willst endlich mal ein Auto und so weiter. Und dann kriegst du das, aber du hast null spirituelles Fundament, um das abzufedern, was da alles auf dich zukommt. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich fand halt so die Interview-Schnipsel, die man von ihm kannte, waren immer halt Memes. Und da fand ich jetzt nicht, dass er irgendwie so extremst fertig war, wie jetzt da. Er war halt immer, er hat ja generell, glaube ich, nie viele Interviews gegeben. Ich erinnere mich so an so Vis-à-vis-Interviews, so aus der Zeit, die du wahrscheinlich auch meinst. Und da war halt immer so ein Meme. So, aber das ist ja jetzt eine ganz andere Hausnummer, weil jetzt gibt es ja mehrere Videos von ihm. Vielleicht haben wir das andere auch noch parat, wo er einfach, er sieht schlimm aus. Also er sieht hier ja nicht schlimm aus im Vergleich zu dem anderen. Vielleicht spielen wir das nachher noch ein. Da habe ich wirklich gedacht, Ich war wirklich komplett schockiert, weil er sah aus wie ein Schatten von sich selber. Und es ist auch so, es ist wohl bekannt, dass er ganz viel Lachgas konsumiert. Ey, Lachgas ist voll das Riesenproblem. Das wird, glaube ich, ein größeres Ding gerade zur Zeit. Also als ich in Asien war, war das so die Partydroge Nummer 1 gefühlt in den ganzen Bars und Clubs. Ja, hast du probiert? Nee, ich hätte voll Bock gehabt, ich habe irgendwie nie die Gelegenheit gehabt, also ich habe dann immer so, ja, da drüben der Schuppen und so, da geben sich die Leute Lachgas und das war immer so der Tag, wo ich abgereist bin oder so, ohne Witz, es war 2, 3 Mal so, natürlich hätte ich es mal gemacht, ich habe es mal gemacht als Jugendlicher, mit so 15 oder so, da hat man diese Sahne-Sprühdinger, konnte man irgendwie so manipulieren, dass man die so ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also nee, wir hatten so kleine Kanülen irgendwie, woraus auch immer wir die rausgepackt haben. Ja. Aber ich weiß noch, das war dieses Gefühl Tropfsteinhöhle. Dieses Wort ist mir immer im Kopf geblieben. Also, weißt du, was ich meine mit Tropfsteinhöhle? Dass man so in so einem komischen Raum ist. Und das ist das Einzige, wo ich mich noch dran erinnere. Also man muss ja nicht lachen von Lachgas.
Ich hatte damals einen Lach, also ziemlich Echt? Okay. klischeehaft, richtig plakativ. Aber es war fast schon wie so ein körperliches, zum Beispiel, ey, du machst doch so mäßig bestimmt Yoga und so Kram auch, gell? Es gibt doch diese eine, Yoga tatsächlich nicht. Nee. zum Beispiel, wenn du kannst ja, das Zwerchfell ist ja einfach nur so ein Vakuum. Und es ist für das Zwerchfell egal, ob du ausatmest oder einatmest. Das ma macht einfach nur, es bläht sich wieder auf, wenn Luft rausgeht. Deswegen kannst du bei diesem, es gibt doch dieses Fire Breathing und sowas. Ja, Breath of Und Fire. wenn du einfach nur, können die Zuschauer jetzt auch mal mitmachen, wenn du einfach nur dastehst oder da liegst und du machst ausatmen, Ja. atmet dein Körper automatisch ein, du musst nichts machen. Mach mal fünfmal nur Ja, ausatmen. ja, 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 ja. Dann, genau, und ich hatte damals fast das Gefühl, als wäre das so eine Manipulation des Zwerchfells. Ach Ich so. musste damals lachen, aber im Sinne von, so als ob das raus muss. So, ich musste, dann steigert man sich aber irgendwann so krass rein. Du kannst Lachen ja auch manipulieren. Kennst du die Videos, wo Leute so sagen, sag mal ha, sag mal haha, sag mal Da muss ich schon hahaha. lachen. Ja, Kennst du geil. das? Geil. Nee, Und ich kenne dann, es nicht, aber da muss ich schon lachen, wenn du es erzählst. ja genau, das ist gut. Sag mal ha. Ha? Haha. Ha? Hahaha. Ich bin viel zu. Ey, wenn, du wirst sehen, Hahaha. wenn wir zusammen zu Comedy gehen, zu Ampi Comedy gehen, ich Ja. bin so, ich lach so schnell. Denn mir musst du das nur erzählen und ich lach mich schon kaputt. Oh Mann, Ja, ey. ich feiere Leute, die schnell lachen. Ich würde gerne viel mehr so herzlich laut lachen. Ich Ja. lache leider nicht so schnell. Ich habe das auch wieder lernen müssen. Ehrlich gesagt, nach Corona habe ich das wieder gelernt. Ah, okay. Nach Corona, weil Corona war sehr ernst. Und danach habe ich angefangen, auch mir wieder Comedy zu gucken. Und da habe ich das wieder für mich gelernt. Und vor allem so die Arbeit mit mir selber, sodass ich irgendwie so eine Selbstsicherheit gewonnen habe. Nochmal eine neue, auch mit meiner Selbstständigkeit und so, dass ich mich mal dabei ertappt habe, wie ich lache anders. Ich lache offener als früher oder wieder wie früher. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, so richtig offen zu lachen. Ich lache anders, da denke ich direkt an Jim Carrey, How Wealthy People Laugh. Das kennst du bestimmt. Nee, wie lachen wealthy Das kann ich nicht nachmachen, aber er erzählt. people? Ja, So? genau. Er ist bei irgend so, wie heißen die, Larry Fisherman oder so? So komische Larry Late Night. Fink. Larry Fink, so mäßig. Vielleicht ist ein anderer Late Night Talker. Und er fragt ihn halt, ja, bei Jim Carrey würde ja krass laufen und so. Ende der 90er ist das Interview so. Bei ihm würde so krass laufen und er sei ja jetzt Multimillionär und ob es irgendwas mit ihm gemacht hätte. Und dann sagt Jim Carrey, das Einzige, was passiert ist, ist, ich lache anders, seitdem ich reich Ja, bin. Und das Video heißt halt How Wealthy People Laugh und er macht so vor, wie reiche Leute lachen, weil die lachen halt so, oh, you, have you guys heard that one? Ja. Es ist aber so, nur es auch ist so reiche eine Amis Häme nur, ne? dabei, so. Oh! Ja. Geil. Und ja, wir waren bei Haft, falls Ja, wir wir uns waren noch daran behaft. erinnern können, aber ich finde nur, bei ihm habe ich mich schon immer gefragt, so auch in den Jahren, wo er jetzt noch keine Symptome gezeigt hat, wie in dem Video, ich habe mir schon Ja. immer gedacht, ich glaube, irgendwann bricht er mal, der ist nicht so ein Typ, weil Stabil ich kenne bleibt. dieses Video von ihm, da sagt er, ja, wir waren in Frankfurt unterwegs, in Offenbach und so, und dann erzählt er so eine Geschichte, wie sie am Ende von dem Abend 10.000 Euro ausgegeben hatten. Und es ist halt auch so ein, wie du sagtest, es ist so ein Video, was du im Netz findest, Ja. unter Haft erzählt die Geschichte, wie er 10.000 Euro ausgegeben hat, so Ja. ungefähr. Das kommt direkt. Weil du denkst so, sorry, aber wie dumm. Also es ist für mich nicht mehr, ja, ich habe mal einen drauf gemacht, sondern wäre so leichtfertig, du hast so viel Geld und du weißt es nicht zu schätzen. Das sind wie Leute, die Millionär werden, die Lotto gewinnen. Ja, Und dann haben sie nach genau. einem Jahr nichts mehr, weil die sind nicht in Genau. der. Das ist wie eine Blase. Ich habe da auch neulich drüber nachgedacht, Leute, die im Lotto gewinnen. Wie du ja gesagt hast, die kriegen diese Summe, aber die sind ja nicht vorbereitet, weil sie haben den Weg dahin ja nicht gemacht. Ja, Und Mann. der Weg dahin, der ist ja das, was du eigentlich brauchst, um das dann zu halten und dann Ja, damit Mann. umzugehen. Deswegen erben ist, glaube ich, auch schwierig. Kann ich mir vorstellen. Du kriegst es ja einfach. Bist den Weg ja gar nicht gegangen. Ich Krass, merke das gell? jetzt auch in meiner Selbstständigkeit, wenn ich jetzt Geld verdiene. Ich habe ja glücklicherweise, ich habe ja Geld von Kunde zu mir. Es ist niemand dazwischen. Das ist das Beste. Ja, besser geht's für mich. Das wollte ich Außer der auch haben. verfickte Staat, ja.
Ja, okay, na gut. Aber das ist ein ganz anderes Gefühl, als wie ich noch in der Psychiatrie angestellt war und das monatlich am 1. immer kam. Das ist ein anderes Geld. Es ist wirklich anderes Geld. Es hat nichts mit dem Geld zu tun mehr. Das ist was völlig anderes für mich. So faszinierend, gell? Geld hat so eine Psychologie auch. Voll, Geld ist nicht einfach nur was. Es kann sich verändern. Das voll. Ist subjektiv und so. Auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz zu Haft abschließend vielleicht sagen, ich finde es auch immer wieder ernüchternd und peinlich, wirklich cringe, wie schlecht so Rap-Auftritte sind, weil der hat ja, das ist einfach nur ein Playback, das da läuft. Mhm. Da ist ja nichts, er macht ja nichts. Ja, also, er hat ja noch nicht mal angefangen zu rappen, als er auf die Bühne gegangen ist. Ja, und alle sind so wack, übelst wack, ja, ja. Es ist einfach nur schlecht künstlerisch. Ja. Komplett daneben. Ja. Ja, ja, wie du schon sagst, der bricht so zusammen und die Leute sind so, ey, Hafti, was geht bei dir? Ja, Hysterie, ey. Super krass. Okay, keine Ahnung, was das nächste Video ist. Lassen wir uns überraschen. Ja. Okay, guys, I think I found a real-life glitch. This is honestly so trippy, okay? I did not manipulate these photos. I have not edited these photos. You are going to just watch this video, and you're going to see something crazy, or maybe it's just me. So you're going to take a look. Right here in the center, you're going to stare at the cross in the center of these pictures. Now, don't get distracted and look elsewhere. Focus all of your attention at the cross in the middle of these photos. Now, as these photos start to change, you're gonna see some of these faces, I don't know, like start to look like they've got some alien-like features, some reptilian-like features, but these photos are not edited, so I don't really understand how this is possible or what you're seeing. If you don't believe me, you can watch it again and only look at one photo at a time. You'll see that they're not edited photos at all. So if anyone can explain what the heck is happening, please let me know and follow for more. Okay, ich habe das jetzt zum ersten Mal gerade gesehen und ich habe das auf jeden Fall so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie ihr draußen das seht. Ich habe auf jeden Fall diese Alien-Glitch-like-Dings gesehen. Mhm. Und ich hätte jetzt direkt gedacht, das ist so eine Art von optischer Täuschung. Ja, ich habe dann auch ein bisschen was drüber gelesen. Also ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Das war meine Recherche. Ja, aber, reicht ja manchmal. Tatsächlich gab es wohl ein paar Leute, die haben gemeint, das ist halt noch relativ unerforscht und man kann das noch nicht erklären. Weil es ist ja super krass, oder? Es ist krass. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich fand's nicht so krass. Aber dass die wirklich, also du denkst ja so, hä, krass, die Gesichter sind doch anders. Und dann guckst du aber auf die Gesichter und die sind ganz normal. Und es ist doch krass, dass die so Grimassen, die werden so richtig feindselig. Die werden so richtig böse, die Gesichter. Die werden böse. Für mich war es zu abstrakt. Ich habe nicht so richtig dann dadurch jetzt diese Gesichter gesehen. Leute, wenn ihr das seht, schreibt das mal in die Kommentare. Das interessiert mich, wie ihr das alle seht. Weil für mich war es jetzt nicht so trippy und so extrem. Ich habe eher gedacht, ich habe mich auch gefragt, ab welchem Moment hat es sich gedreht bei mir? Also wo hat es sich bei dir gedreht? War das als in dem Moment, wo er das sagt? Weil das war in dem Moment, wo er das sagt bei mir, wo das dann auch gedreht hat. Und ich frage mich, ob das Zufall ist. Oder ob ich das gar nicht gehabt hätte, wenn er das nicht gesagt hätte. Wie bei diesen, weißt du, bei diesen Audios. Ja, Mann, ich habe auch ähnlich. Also bis wir dieses Format gestartet haben, tatsächlich, habe ich noch echt unterschätzt, wie krass die Macht der Suggestion auf die Wahrnehmung ist. Weil ich seitdem wir mal darüber geredet haben, kriege ich sowas immer mal wieder im Feed angezeigt, wegen dem Algo des Todes. Und da merke ich halt so, ey, es gibt einfach so viele Beispiele aus der Psychologie. Ja. Es ist so, dass unsere Erwartungshaltung die Erfahrung selbst beeinflusst. Ja, das zum einen. Und mir fällt gerade, kennst du dieses, man guckt auf so eine Form und oder mit Farben und dann guckt man auf die Wand und sieht das dann an der Wand. Das ist doch auch was, wo man sagen kann, wuh, trippy. Finde ich ähnlich. Aber ganz ehrlich, dafür habe ich im Bio-Leistungskurs auf jeden Fall ein bisschen was drüber gelernt mit den, du hast ja quasi im Auge, das ist ja so wie ein bisschen, du guckst in ein helles Licht rein und dann schließt du die Augen und dann ist das helle Licht immer noch da. Deine, ich glaube, Zapfen oder sowas heißen die doch in der Pupille oder in der Iris, die für die Farbgebung und sowas waren, die sind dann halt quasi,
die können mehr oder weniger halt stimuliert oder gebraucht sein und es halt dann halt noch nach und so. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so krass, wie das, dass die Gesichter Monster werden, Alter. Willst du mich verarschen? Das vergleichst du damit? Bei mir, ja. Bei mir hatte das irgendwie so den Vibe. Aber Leute, schreibt es wirklich rein, mich interessiert es ehrlich. Ja. Ja. Ob ihr Team Aaron seid oder Team Nico. Also ist das krass oder ist das voller, das habe ich schon erwartet. Ja, Team Aaron. Okay. ich mach mal weiter. Where are they gone? I don't know. You don't know? So who ate them all? Someone come round and they just ate them all. Someone come round and ate the cakes? Yeah. So someone broke into a home and ate Mr. Kipling's angel slices. Didn't take the TV, didn't take, you know, some jewellery. They took these cakes. And it was a black man. What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Kennst du den Dude am Schluss? Ja, wie heißt der nochmal? Ich, keine Ahnung, ich habe den, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Oh, was ist mit ihm? Was hat der nur? Ach so, ja, der ist ein Promi. Der ist ein Schauspieler. Wie der aussieht? Ja, übel krass. Der ist ein TV-Show-Character in Amerika. Der tritt in so Late-Night-Talks und so. Okay, okay. Ja, weil der hat halt eine Krankheit oder so. Okay, ja, ja. Oh Mann, ey, das Kind, ey, geil, herrlich. Aber erstmal geil, wie die Mutter reagiert so und der Einbrecher hat hier die Mr. Kiplings Schokoriegel mitgenommen, ja. Ja, ja, ja. Und dann sagt das Kind knallhart, it was a black man. What? Ja. Das ist UK, ne? Ja, das klang nach UK. Das Video hieß auch irgendwie so Children are so innocent. Weil ich finde das so geil, weil jeder normal denkende Mensch sieht ja, dass das kommt ja nicht aus einem Rassismus raus bei ihr, aber irgendwie will sie ihr so klar machen, dass das ein böser Mann war und irgendwie ist das für sie als kleines, unschuldiges Kind halt noch ein schwarzer Mann, ist halt böse. Mhm. Aber ich finde, das hat noch gar nicht, in ihrem Gehirn hat es noch gar nichts mit Rasse zu tun, sondern mit was Dunkles, also im Sinne von was Böses. Deswegen ist der Mann böse, der Mann muss schwarz gewesen sein. So irgendwie. Ich kann das noch so voll. Oder kommt jetzt die Woke-Polizei bei dir, oder was? Nein, so. Und du guckst gerade ja so, Aaron, jetzt begibst du dich aber in gefährliches Fahrwasser. Nein, bitte nicht. So will ich um Gottes Willen nicht sein. Nein. Gar nicht. Aber ich glaube schon, dass sie einfach einen schwarzen, dunkelhäutigen Mann meint. Ja, ja, aber also, ich glaube aber noch nicht, dass sie so denkt, weiße Menschen sind Herrenmenschen und ihre DNA ist die siegreiche Superior DNA. Nein, sie hat was übernommen. Sie hat einfach was übernommen. Aber glaubst du, dass ihr Elternhaus rassistisch war, Bro, oder was? Boah. Hat sie die Assoziation zwischen schwarz vielleicht und gefährlich schon mal gepflanzt? Ah ja, vielleicht ist es in UK halt so. So wie bei uns Migranten und Gewalt. Gibt's ja auch die Verbindung. Dass Leute das so sehen, was man ja auch durchaus so verstehen kann. Also, so weit hergeholt finde ich das nicht. Also, Nico sagt abschließend zu dem Video, alle Briten sind Rassisten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch so gelernt habt. Alle Briten? Ja, das ist so, ja, also, das Video ist ja auch aus Großbritannien. Vielleicht ist es da so, dass man das so lernt. Ja. Ja, sie wird irgendwas einfach übernommen haben, ohne drüber nachgedacht zu haben. So hast du es ja eigentlich auch gemeint. Gell? Sie ist ja jetzt nicht berechnend und versucht irgendwie jemandem was aufzudrücken, sondern sie übernimmt wahrscheinlich was Daddy gesagt hat oder so. Ja, irgendwo, klar, irgendwie hat es schon ein Geschmäckle, dass sie... Ja, ist, schon. Man weiß nicht so richtig, wie man es... Kann man es bei ihr schon so einer politischen Ideologie verorten? Nee, natürlich nicht. Nee, ich habe mich so gefragt, was wäre so das Äquivalent in Deutschland? Ja. Wenn ein Kind sagen würde, es war ein Türke? Pole? Mäßig, ja, doch, ja, stimmt schon. Es hat schon ein bisschen das Crackle, wie in Deutschland zu sagen, es war ein Türke, der hier reingekommen ist. Ja, geil. Oder ein Schwarzkopf oder sowas. Ja. Ja, das wäre das Äquivalent so. Manchmal bin ich so hyped, was das nächste Ding ist, deswegen lass uns mal auschecken. Das ist richtig gut, oder? Ja, das ist echt schön. Richtig schön.
Es ist sehr therapeutisch, was er macht. Ich find mega schön, dass es sowas auf Social Media gibt, weil man immer so sagt, toxic Social Media und so. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen, ich finde, mit der Show, mit Cringe, gehen wir ja so ein bisschen auf das Problem ein, dass es diese Social Overdose, Social Media Overdose gibt, Binge-Watching und alles immer die Negativitätsspirale weiter anheizt. Aber klar, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ist das auch clicky, so clickbaity und gucken Leute an. Ich meine, wir reden ja jetzt auch drüber, aber das ist cool, weil ich kenne die Rolle von dem Jungen, ich war da auch mal und ich war auch schon mal in der Rolle von dem Schwarzen, wo du so jemanden encouragest und supportest. Also ja, das ist cool, wenn du. Vor allem, ich finde, er hat das nicht so therapeutisch gemacht, so, erzähl mal, was du gerade gesagt hast, fand ich wirklich besorgniserregend. Der hat jemand wirklich zu dir gesagt, du sollst dich umbringen, sondern er baut so eine Bro-Connection zu ihm auf und das ist viel wichtiger für ihn, für den 14-Jährigen. Voll. Aber ich muss auch selber auch sagen, als jemand, der therapeutisch arbeitet, man muss nicht so reden, nur weil man Therapeut ist, so spießig oder so. Also ich mache das auch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch für junge Leute wichtig, auch, ne, wenn die Therapie machen, dass halt der Therapeut halt nicht ein alter Spießer ist. So, ich würde selber nicht zu mir gehen, wenn ich so ein Spießer wäre oder so. Ich fände das voll schlimm. Und auch wenn ich auch immer nur reden würde und immer nur fragen würde, wir machen ja Körperübungen und so Sachen, ne? Das ist ja voll wichtig aus meiner Perspektive. Und deswegen, nur wenn man Therapeut ist, muss man nicht irgendwie so spießig reden. Das erstmal. Das ist so ein Chat-Roulette-Format, ne? Ja, ich glaube, die haben sich getroffen auf so eine Art so Stranger-Meetup. Wo man so, kennst du Chat, genau. Was wollte ich sagen? Genau, man merkt den kleinen Jungen an, dass er wirklich ein großes Selbstwertproblem hat und dass er so Sachen eigentlich nie hört, dass er so Sachen eigentlich nie gefragt wird. Der ist noch so ein bisschen, du merkst ihm die Skepsis noch so an. Was, das will der jetzt von mir wissen? Er ist nicht so ganz locker. Weil der schwarze Dude ist ja komplett locker, aber der kleine ja gar nicht. Und genau, diese Bro-Attitude ist genau das, was der braucht. Und der holt ihn total ab. Und das ist so ein Moment für den, das könnte so wirklich, ja, ein Shift machen für diesen. Ja, Mann, es könnte echt so, you never know, but this interaction possibly saved his life. Übel der gute Titel auch. Und ich finde, das ist auch so, das zeigt auch so die Schönheit, die so eine Connection zwischen zwei Männern haben kann. Gerade wenn einer so der Mentor ist. Großer Bruder mäßig und so ein Heranwachsender. Ja. Und ey, ich denke da auch, vielleicht geht es dir auch so, ich denke jetzt im fortgeschrittenen Erwachsenenalter immer mehr darüber nach, wie behindert die Schulzeit war und wie hart die ganze Pubertät ist. So unfassbar schwer, Alter. Also, ich meine auch er so, er ist ja, wenn man ihm ins Gesicht schaut, könnte er auch noch so 11 sein. Aber gleichzeitig, wie er so redet und mit dieser Unsicherheit und diesem eigentlich will ich anerkannt sein und so, er ist halt voll Peak-Pubertät, so 14. Ja. Und oh, wie cool das dann ist, wenn dir jemand sagt, dass du korrekt bist, weil du deine Ash-Mütze auf hast. So. Oh, yes, Mann. Und so pubertierende Jungs oder auch Mädels, das ist klar, beides, wenn die obercool sind, die musst du ja auch erstmal brechen, dass die weich werden, weißt du, dass die sowas zulassen, weil die wollen ja immer cool sein. Stimmt, ja. Und das schafft er. Das merkt man zwar, dass er natürlich immer noch so ein bisschen hart ist oder so ein bisschen skeptisch, wie gesagt, aber er merkt schon, wie der Typ das meint, wie es gemeint ist, das merkt er. Das ist schön. Ja, das ist cool, dass es so einen Trend auch gibt für solche Videos. Stimmt, du hast recht, ja. In dieser Unsicherheit der Pubertät merkt man extrem, wie man dann durch Stärke und vorgetäuschte Selbstsicherheit die Schwäche überdecken will, was ja dann im Erwachsenenalter auch nie ganz weggeht. Das hat man ja immer wieder, dass man so, jetzt mache ich lieber auf cool, weil dann merkt niemand, dass ich eigentlich unsicher bin und so. Das gibt's ja immer wieder. Ey, nice. Lass mich mal ausreden. Du bist eine 19-Jährige. Was für eine Kreditkarte? Von welcher Kreditkarte redest du? Ich habe meine Tasche immer irgendwo gelassen, immer hat mein Geld gefehlt. Jedes Mal hat mein Geld gefehlt. Du hast nicht mal 500 Euro. Du hast
nicht mal 500 Euro. Mal, unter 500 Euro klaut sie gar nichts, sagt sie damit. Ja, auf jeden Fall, die klaut Ladekabel am Anruhen. Hast du das gesehen, du kleine Scharmutter? Pass mal auf, wie du redest. Pass mal auf, wie du redest. Pass mal auf, wie du redest. Oha. Oh. Hey. Pass mal auf, wie du redest. Da ist der Tisch sogar schon umgeschmissen worden. Also das ganze Set ist jetzt hier umgefallen. Das hatten wir noch nie. Zum Glück sind die Kameras noch heil. Ich find's großes Kino. Mir schockt mich gar nichts mehr. Jungs, was sagt ihr denn dazu? Applaus oder nicht so gut? Feuer! Okay, ich sehe schon, der Veranstalter braucht hier neue Möbel. Wollen wir es nochmal versuchen und ihr versucht irgendwie auch nochmal auf nett irgendwie mal... Ich kann nicht mit diesem Mädchen nett drehen, das geht nicht, das geht einfach nicht. Das ist einfach eine kleine Kachba, du bist eine... Hör mal zu, geh... Alter, wo gräbst du absolute diese Sachen? Wo gräbst du diese Sachen? Hab ich das gefunden? Ja, Mann. Was ist das, Mann? Was ist das für ein Format überhaupt, Mann? Ich glaube... Ich bin ja wirklich so ein TikTok-Beginner. Ich habe ja einen Account, aber ich pflege den ja gar nicht. Ich bin da quasi anonym. Ich gucke nur Videos. Ich gehe nur in den aber Feed mit, und mache... Mit TikTok wusch, hast du schon das richtige Stichwort gegeben. Auf TikTok findet man sowas. Genau, und das wurde mir halt einfach geschenkt. Es war ein Geschenk. So in so einer degenerierten Scheiße noch so eine spirituelle Lebensweisheit drin. Es war ein Geschenk. Es war ein Geschenk. Es war ein wundervolles Geschenk. Ich denke, also okay, aber irgendwie, es gibt doch so eine Art Showmaster und sie reden von der Kameramann und so. Was ist das, Mann? Das ist, bin ich mir ziemlich sicher, so ein Vorgeplänkel für einen Boxkampf. What? Zwischen 14-Jährigen oder was? Also ich kenne das Setup mit dem Tisch und diesen Disputen. Es sieht doch auch aus wie ein Cage. Von so, ja genau, von so, weißt du, diese Rapper-Fights, Deutsch-Rap-Fights gab es ja jetzt zwischen Manuelsen und Bösemann zum Beispiel. Ah, das ist voll das Riesending. Belasch und Dings haben letztens darüber geredet mit Olli Bagno und mit Boogie, meinten so, das wäre das große Ding auf TikTok, wären gerade diese Fights, gell? Ja, schon, auf jeden Fall. Also Bösemann, der Rapper, und Manuelsen, der Rapper, hatten ja so einen ziemlich berüchtigten Kampf. Und die haben halt auch so ein Vorgeplänkel gemacht. Und das war halt meiner Meinung nach halt auch gestaged. Und das ist ja auch völlig gestaged. Ich meine, das ist albern. Man merkt, auf was es hinausläuft. Es soll eskalieren. Es kann auch sein, dass die Energie irgendwo auch echt ist, aber... Aber bei aller Liebe, die sind doch... Ich meine, dafür ist es zu klein aufgelöstes Video, aber die sind doch so... 19 könntest du dir auch, okay, dann schon sehr degenerierte 19-Jährige, wenn die 19. Ja, irgendwas zwischen 17 und 19 vielleicht, ich weiß okay, aber nicht. Okay, aber die Mädels kämpfen danach gegeneinander, oder was? Ja, was soll das sonst sein? Boah, was, Alter, das gibt's. Ja, die sollen mal lieber boxen, als sowas dazu machen, das ist ja wirklich so. Und was ja auch noch cringe war, wie der Typ halt reagiert hat, der so allmannhaft das dann gemacht hat. Weißt du? Hier wird sich nicht geschlagen. Wow. Nein, so wow. Das war jetzt aber mal total verrückt hier. Also Jungs, was denkt ihr denn darüber, was jetzt hier gerade abgeht? Mensch, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Es ist so doppelcringe einfach. Ja, ich sehe gerade hier, fällt alles auseinander. Das Mobiliar, der Veranstalter muss sich da mal was Neues zulegen. Ja, mega weird. Ich glaube, das ist das komischste Video, was wir bisher haben. Es ist das Cringeste. Ja, das ist für mich purer Cringe. Ja, ja. Es ist Fremdscham. Ja. Ja. Ja, auch von jedem einzelnen Protagonisten gibt es so eine Cringe. Voll. Auch dieses, hier wird sich nicht geschlagen. Wie so einer so dazwischen geht. Aber anscheinend ja doch, weil anscheinend ist das ganze Format darauf aufgebaut, dass sie am Ende kämpfen oder sich irgendwie, du sagst es ja auch schon richtig, die sollen sich ja so anbitchen irgendwie. Ja, voll klar. Okay, ich bin bereit. Du auch? Ja, bitte, raus da, rein da. Was hast du denn da, Junge? Oh, ja, Mann, Alter.
Boah, ich muss, was ist mit dir, Junge? Ich musste dich weinen, weil ich nicht darauf klarkam. Was ist das für ein Video? Teil doch gleich die Videos von Metzelder, die er weitergeschickt hat. Oh, Junge. Ich dachte, das wäre eine Puppe, aber das war keine Puppe, ne? Doch, natürlich war es eine Puppe, Mann. Die haben noch nicht das Kind umgebracht und das ist nicht auf Insta. Nein. Ach so, das ist so klein bei mir. Das ist eine Puppe, aber sie hat, sie kann sie nicht fangen, weil sie keine Hände hat. Aber was ist das denn für ein Video? Ach so, ich hab das völlig falsch verstanden. Warte, wir gucken es nochmal an. Asozial. Ja, es ist halt. Das ist ja richtig asozial. Ja, aber schockiert dich das nicht, dass das mittlerweile so viral Content ist? Der wird doch extra gemacht, Mann. Extra gemacht, das Video, und sie mit den mit der Behinderung wurde damit eingebaut, damit das Video funnier ist, aber das ist doch nicht mehr cool. Also auf einer bestimmten Ebene trifft es meinen Humor, aber es ist zu platt. Also es ist halt zu offensichtlich, was passiert. Ich mag Witze über Leute ohne Arme oder in Rollstühlen oder so, das finde ich mega geil, liebe ich. Aber so ist halt so, oh Mann, Junge, es ist einfach too much. Es ist zu plump, einfach. Aber wieso kannst, ich versuche es zu verstehen, wieso magst du Witze über Menschen ohne Arme oder in Rollstühlen und so? Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist es so dieses Ding von, das sind die Sachen, wo man nicht lachen darf quasi und dann lache ich irgendwie erst recht vielleicht. Ja, okay. Aber es trifft meinen Humor, ich weiß nicht warum. Es trifft einfach irgendwie meinen Humor und ich habe mich da auch viel schon mit beschäftigt und auch drüber geredet und es gibt diesen Comedian, der heißt Matt Rife oder so. So ein Ami, so ein junger Ami, der ist brutal gut. Und der hat immer wieder behinderte Menschen in seinen Shows. Und der nimmt die dann halt komplett hops. Und die lieben es, sie lieben es. Und er erzählt halt, wie so ein Typ auf ihn zukam nach der Show und gesagt hat, danke, dass du mich mit reingenommen hast. Weil das ist halt Normalbehandlung. Wir lachen über alles und jeden, aber über die nicht, weil das geht ja nicht. Und dann denken die sich, Mann, ich will auch, dass die über mich lachen. Und das ist das Schöne und das liebe ich. Das ist diese Vielfalt. Auch über Minderheiten zu lachen. So wie Serdar Somuncu schon predigt hat, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Liebe ich. Finde ich super. Das hier ist natürlich eine andere Nummer. Klar. Aber ich hab mich. Weil es zu behindert, weil es zu cringe ist, oder was? Zu behindert, ja. Ja, zu. Nein, guck mal. Ein guter Witz hat ja einen Spannungsaufbau und Stil. Ja. Es hat Spannungsaufbau, okay, aber es hat keinen Stil. Dafür hast du ganz schön lange und ganz schön viel gelacht. Ja, auf jeden Fall, weil ich es so falsch gesehen habe. Ich habe erstens gedacht, das wäre ein echtes Kind und dachte so, dicker Aaron, was ist das für ein Zeug? Bist du verrückt geworden? Und dann habe ich nicht gesehen, dass die keine Arme hat. Und dann habe ich das jetzt gesehen und ich denke so, was ist es? Was ist es, Junge? Ey, heftig. Apropos keine Arme, ich switch mal kurz zu dem Video, was jetzt perfekt passt. Okay. Ja. Would you rather have sex with a transsexual, which is a legitimate 10, or a woman, which is a legitimate 1? And everyone's sitting there clicking woman, because they think they're going to be gay if they do anything else. You people are not thinking about the question. When I say a 1 and a 10, I mean Megan Fox with a dick, or Hulk Hogan with a pussy. Megan Fox or Hulk Hogan? You're thinking, well, I don't want to be gay, so I clicked the girl, the number 1, did it? You're going to fuck Hulk Hogan? Okay, there's a pussy, but he's got mustache and muscles and shit. He's all hairy, big dude, 6'5". That sounds pretty gay. I don't care if it's a pussy. That is gay. Whereas Megan Fox, okay, he's got a dick, but maybe you can, like, scoot it out the way. I'm still Megan Fox. But this is the question I'm asking. Because if you're going to sit here and go, oh, no, it's gay to bang Megan Fox with a dick, I counter that argument. It's gay to bang Hulk Hogan with a pussy. So which one is it? Ja, ich bin auf jeden Fall bei Megan Fox. Ich feier, also, oder? Ich find Andrew Tate, ich glaube, wenn man mal zurückblickt auf die 2020er, dann wird Andrew Tate so unter den 10 krassesten Social-Media-Influencern sein, weil er ist die perfekte, er ist die Personifizierung von entweder nur 100%iger Hass
oder Leute, die ihn übertrieben auf so ein Podest stellen und die genauso sein wollen wie er. Und er ist so dieses, er spielt ja nur mit Polarisierung und Provokation. Und dann weiß man immer nicht, ist er überhaupt noch auf freiem Fuß? Ist er schon im Knast? Lebt er nicht in so einer komischen Villa mit Tigern und 15 Autos und Lamborghinis und so einer Gang um sich rum und eisbadet den ganzen Tag mit seiner Zigarre im Mund? Und auf eine gewisse Art, und manchmal sagt er Sachen, die finde ich so krass behindert und dumm. Und das finde ich wieder gut, weil ich finde die Frage interessant. Ich finde, es ist eine philosophische Frage tatsächlich, weil klingt jetzt komisch, dass es eine philosophische Frage ist. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ne, weil genau, und er sagt so, you're not thinking, man, you're not thinking. So, du denkst, du würdest die Frau nehmen, aber die Frau wäre einfach Hulk Hogan mit einer Pussy oder Megan Fox mit einem Dick, und dann denkst du so, ich weiß, aber man will nicht, aber man will ja trotzdem nicht gay sein, also ich nicht. Das geht. Schon komisch, gell? Ja, es ist fies, es ist eine sehr, sehr fiese Frage. Aber wenn er das mit Megan Fox und Hulk Hogan aufmacht, dann bin ich bei Megan Fox. Ich habt ihr das im Freundeskreis früher auch gemacht? Wir haben aber auch immer so überlegt, so, ich finde, eigentlich ist es nicht cool, das muss man sich irgendwann abgewöhnen mit dem Alter, aber du kennst doch so, eine ist eine 10, eine ist eine 9, ja, eine klar, ist eine 8. Klar. Klar. Und dann haben wir halt immer so unseren individuellen Freundeskreis-Ranking gehabt, ab wann man vielleicht noch was haben kann und ab wann auf jeden Fall. Bei uns war das Ranking unter 4 geht nicht. Und so die 7er und 8er waren, glaube ich, nicht. Ich glaube, 6, 7 war so leicht below average, 8 ist genau average und alles drüber ist halt schon extrem Bombe. Aber was ich damit sagen will, dann kannst du halt anfangen, so ein bisschen rumzuspielen mit so Ausnahmen und Einschränkungen, so von wegen, okay, was, wenn sie eine 9 ist, aber sie, keine Ahnung, ist blind. Es ist halt mega asozial, weil das reduziert den Menschen auch extrem auf so rein die körperlichen, fleischlichen Merkmale, weißt du, so als ob man so ernsthaft so auf die Stirn so eine Nummer tätowiert hat. Du bist ja viel mehr als die körperliche Anziehung, bist du ja auch noch deinen Charme, dein Charakter, deine Aura. Das lässt ja das spirituelle Wesen hinter dem fleischlichen Körper komplett außer Acht. Aber trotzdem hat sich jeder schon mal dabei erwischt, dass er sich so komische Fragen gestellt hat. Ich muss schon sagen, also jeder Mann, der ehrlich mit sich ist, hat das in seinem Leben schon mal gemacht. Und das ist auch ganz normal. Und es ist auch sehr männlich. Also so im, jetzt nicht positiv oder negativ gemeint, das machen einfach Männer. Und Männer lieben auch Rankings. Hast du schon mal ein YouTube-Video gesehen, wo drei Frauen sich hinsetzen und eine Tierlist machen? Die Frauen machen generell nicht so viel. Die machen was so krasse kognitive, zum Beispiel Businessplan und sowas. Sachen langfristig, taktisch, logistisch durchdenken über Jahre. Immer nur Männer. Frauen machen ja auch nichts in die Richtung so was übelst krasses starten, so mit Unternehmen und sowas. Jetzt kommt wieder das dümmste Argument aller Zeiten vielleicht im Chat. Ja, aber die eine Ausnahme von 1000, ja, natürlich, alles hat einen... Ich würde es anders sagen. Wie sagt Maximilian Krah, es gibt einen Durchschnittswert und eine Standardabweichung bei allem. Aber ja, sorry. Wenn sie es machen, müssen sie dafür in ihre männliche Energie reingehen. Genau. Um das zu machen. Genau. Aber ich wollte sagen, ja, genau wie du sagst, ich glaube, dieses mit Zahlen und Rankings und so. Und ich meine, wir machen Schwanzvergleich. Das machen wir. Jeder macht das in seiner Jugend. Jeder Junge macht das. Frauen machen das nicht. Weil wir sind einfach dieses, wir wollen uns vergleichen, wir wollen uns messen. Das ist was Männer einfach lieben. Ah, aber hast du schon mal dich damit beschäftigt, wie Frauen auf eine andere Frau in der Gruppe reagieren? Genau gleich. Ja, aber nee, aber das ist doch anders. Die machen es anders. Also eine Gruppe geht zusammen weg, 6 Leute gehen zusammen weg und dabei sind 2 Frauen und 4 Männer. Ja. Und am Anfang ist die Frau noch mit 3 Männern, dann kommen 2 Männer dazu und eine Frau. Und die Frauen gucken sich an, checken sich gegenseitig aus machen so, ohne es auszusprechen, implizit aus, wer von den beiden die Hottere ist. Und beide wissen es implizit auch. Außer es gibt so einen übelsten Hennenstreit, dass beide denken, sie sind Hotter.
Und dann werden sie sich den ganzen Abend ankeifen. So Geschichten habe ich schon von guten weiblichen Freundinnen erzählt bekommen, wie sowas abläuft. Und Frauen sind da erbarmungslos. Die machen das, die bitchen ja, ja. Die andere den ganzen Abend an. Ja, ja, also wenn es um Männer geht jetzt, ne? Ja. Aber Männer konkurrieren auch um eine Tüte Chips. Die schlagen sich die Fresse ein, wenn es heißt, der Bessere kriegt die Tüte Chips. Und das machen Frauen ja. In der Form. Weißt du, einfach dieses Messen, um sich zu messen. Ja, ja, ja. Das meine ich. Ja. So, es ist schon dieses Mann. Ja, Männer schreien so, wer als erstes da vorne ist, hat gewonnen. So. Ja, genau. Und genau, das machen genau. Ihr Jungs, wenn sie sechs ja. Sind, als Mädchen. Ja, so. Aber jetzt kommt mal ganz kurz, was du meinst mit Frauen machen keinen Businessplan. Also was meinst du damit, was für Sachen Frauen eher nicht machen? Ja, zum Beispiel, es gibt ja ich wohne ja in der wokesten Stadt Europas. Und da gibt es auch immer so Aushänge und im Stadtmagazin und an jeder Litfaßsäule gibt es immer so Start-up für Start-up-Talk, Coaching, irgendwas für Gründer, Sternchen, Flinter-Gründer. Und dann denke ich mir immer so, warum brauchen Frauen immer so einen Extra-Space? Mhm. Frauen sind so hart in der Opferrolle. Ja, ich gehe in die Blablabla für Flinters, Alter. Komm doch mal auf dein Leben klar. Und weil die halt immer so wenige sind, weil niemand, Alter, mittlerweile so, ich glaube, die Hälfte aller Leute, mit denen ich so regelmäßig zu tun habe, zum Beispiel auch du, haben so ein eigenes Biss oder bauen sich irgendwas auf oder haben so ein Side-Hustle oder haben so eine freiberufliche Tätigkeit nebenher, weil sie so sagen, so langsam, aber sicher gehe ich so in die Richtung, dass ich vielleicht auch selber irgendwie an was schraube. Ja. Yeah. Und bei Frauen sind immer so, ja, ich war heute in dem Laden, wo es so gut riecht und da kaufe ich immer so Kerzen. Über sowas reden Frauen immer. So. Und dann kommst du mit so tieferen Sachen und die sind halt nicht empfänglich dafür, deswegen redet man. Aber die 2% der Frauen, die halt so diese männliche Energie haben, sowas zu durchdenken, die brauchen deswegen, weil die niemanden finden, müssen die immer so einen Flinter-Treffen machen. So die 3 Frauen in Leipzig, die Business machen wollen. Habe ich das Gefühl. Ich hab grad tatsächlich gar nicht versucht, irgendwas zu überspitzen. Das ist so komplett meine Wahrnehmung. Ich komme mir gerade vor wie bei Nisa und Cheyenne und ich bin Cheyenne und du bist Nisa und du hast gerade wieder Kooperationen kaputt gemacht, weil du so übertreibst. Und ich denke so, ich krieg so einen Shitstorm jetzt. Oh, geil, ey, herrlich. Und wie gesagt, nochmal, es ist mir immer mega wichtig, es ist kein Argument zu sagen, ja, aber, weil das ist das, habe ich gerade schon mal gesagt, wie sagt Thilo Jung, sagt in dem Maximilian Krah-Interview auch immer mal wieder, ja, wobei natürlich auch, und dann sagt Maximilian Krah immer, ja, es gibt immer einen Mittelwert und eine Standardabweichung, natürlich gibt's, kennst du die ein, aber ich kenne eine, mit der bin ich zur Schule gegangen, die ist jetzt auch unter, ja, natürlich, so funktioniert das Leben, es ist nie alles. Aber in der Regel, wir reden ja über die Regeln. Wenn wir über die Ausnahmen reden, können wir über gar nichts reden, weil es zu viele Ausnahmen gibt. Aber ja, klar, da bin ich 100% bei dir. 100% bei dir. Ich würde es vielleicht nochmal zum Abschluss so zusammenfassen. Männer neigen eher dazu, natürlicherweise Projekte in der Welt zu haben und wollen Teil von etwas Größerem sein. Und Frauen sind fürsorglichere Wesen, sozialere Wesen und emotionalere Wesen. Es sind einfach 2 unterschiedliche Welten und du kannst auch in deiner weiblichen Energie sein, dann bist du eher der empathische Aaron. Du kannst in deiner männlicheren Energie sein, dann bist du mehr im Businessplan schreiben und so kann ich es auch. Und so würde ich vielleicht. Ihr hattet es auch in eurem Addictive Programming, glaube ich, mit dem Kakaomischer. Ging es auch viel um männlich-weiblich und so, ne? Ich finde das Thema extrem interessant. Aber jetzt der Zeit halber, lassen wir es mal so stehen. Voll, auf jeden Fall ist mir auch wichtig, dass wir haben ja irgendwie bestimmt 5% weibliche Zuschauer, dass ich nochmal sage, es geht dabei nicht um eine Wertung. Also ich sag's vielleicht manchmal so ein bisschen impulsiv oder wie wenn ich mich darüber aufreg, aber es ist ja kein Problem. Es ist ja kein Problem. Ich werte es nicht. Es ist nichts Negatives, dass Frauen nicht alle ein Business haben und irgendwie krank hasseln und irgendwie, weil ich glaube, dass es normal ist. Ich glaube aber, die Kultur, in der wir gerade leben, bringt Frauen ja immer so näher, dass sie die dickeren Eier haben sollen. Genau. Und das ist ganz, ganz problematisch. Sie sollen sich mit den Männern messen. Genau. Und das sorgt für einen
Geschlechter kam. Ganz, ganz andere Qualitäten, völlig andere Qualitäten. Ja. Cool. Ich glaube, das können wir heute nicht mehr toppen. Und deswegen willst du sagen? Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Das war cringe. Cringe.